Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Body Personal Training. Heute machen wir zusammen 12 Minuten ein Workout. Was war das für eine Zahl? und zwar ein Tabata-Workout wieder einmal. Wir machen einen Tabata-Block Bein, also ungesäß natürlich, einen Tabata-Block Bauch und Rücken, einen Tabata-Block Oberkörper, also Arm und Schultern. Und ich hoffe, ihr kommt in diesen 12 Minuten so richtig an eure Grenzen. Wenn nicht, dann macht das ganze Video gerade nochmal durch und zeigt mir, wie stark das ihr seid. Wir starten gerade. Ich tue den Timer rein. Erste Übung sind Skaters, das sind die, die zur Seite gumpen, tief kommen, Seite und tief. Wenn ihr Mühe habt mit dem Gleichgewicht, dürft ihr den Fuß hier abstellen und sonst einfach in der Luft lassen. Übung Nummer 2 sind Jump Squats, und zwar enge und breite. Die kommen breit, tief und eng, tief. Okay? Also wir haben insgesamt 8 Sätze. An 20 Sekunden mit 10 Sekunden Pause. So, wir starten mit den Skaters. Kommen ans Ende eurer Matte. Gut, und los. Nehmt er mit und probiert hier tief abzusitzen. Das erste Mal ist immer etwas schwierig, weil dann müssen wir ja reinkommen. Der Körper muss sich schnell an die Bewegung gewöhnen. Und probiert so schnell zu arbeiten wie möglich, weil es sind ja nur 20 Sekunden und in diesen 20 Sekunden wollen wir richtig Gas geben. Gut, wir kommen breit, tief, eng tief, breit tief. Wenn ihr Mühe habt mit Gumpen, macht es gleich einfach ohne Gumpen, also kommen wir zusammen tief, auseinander tief. Gut, durchziehen. Dranbleiben. Tief machen, kommen. Gut. Jetzt haben wir den ersten Block, das heisst, es gibt noch 3. Kommen wir zur Seite. Gut. Und los. Über und zurück. Richtig weit rausgumpen. Balance heben. Genau. Sehr gut. Gut schnaufen. Wieder, eng und breit. Die 10 Sekunden nehmen zum Durchschnaufen. Und los. Eng und breit. Genau. Ohne Pause probieren. So hoch kumpen, wie ihr könnt. Genau. Explosiv schaffen. He? Gut. Die Hälfte haben wir. Gut. Und los. Seite und Seite. Probiert euch richtig abdrücken, dass ihr da das Füdli spürt. Genau. Ihr könnt auch probieren, einen Punkt zu fokussieren. Das hilft meistens. Und am besten nicht mich, weil ich gumpe ja auch. Gut. Weiter geht's. Eng und breit. Probieren bei jeder Wiederholung ein- und auszuschnaufen. Genau. Gut. Beine noch einmal. Alle Luft raus und hier. Gut. Seite, Seite. Denkt daran, es sind nur 12 Minuten und darum müssen wir auch ein bisschen hart arbeiten. Wir wollen etwas rausholen. Gut. Noch die letzte. Dann haben wir die Beine schon durch. Gut. Tief und dann. Probiert mit den Fersen am Boden zu bleiben und die Knie
nach außen pressen. Genau. Gut! Erste durch. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir kommen zu der zweiten. Und zwar Bauch. Erste Bauchübung. Sieht so aus. Kommen mit den Beinen auseinander. Arm nach hinten. Kommen wir hoch. Beine zusammen. Ihr könnt die Arme auch auseinandernehmen, wenn euch das hilft. Aber vor allem die Beine auseinander und zusammen. Die zweite ist eine statische. Und zwar gehen wir in einen Hollow Body Hold. Das ist die, und ihr euch zum Starten so klein könnt machen wie nur möglich. Und von da aus streckt ihr euch immer mehr. Schaut, was möglich ist. Das Wichtigste, der Rücken ist rund. Der Rücken kommt bestmöglichst am Boden. Und das Füßchen ist angespannt. Von da aus einfach so weit strecken, wie ihr könnt. Wenn das schwierig ist, und das wird bei vielen der Fall sein, macht euch kleiner. Bleibt da, völlig egal. Hand nach hinten ist die schwierigste Version. Okay? Also, wir starten zuerst mit der, wo wir liegen. Beine strecken und öffnen. Gut. Kommen zusammen und hoch. Arm auch probieren nach hinten. Gut ausschnaufen beim Hochkommen. Gut. Kommt ihr euer Päckchen und öffnet euch von hier aus. He? Gut. Und aus. Einfach so weit wie ihr könnt. Daran denken. Das Füßchen ist voll angespannt. Der Rücken ist am Boden. Die Beine sind angespannt. Die Arme sind angespannt. Bauch natürlich. Und heben. Es sind noch 3, 2, 1. Gut. Die müsst ihr recht spüren, wenn ihr sie richtig macht. Schrauben. Und die nächste. Gut. Und los. Probiert schöne Wiederholungen zu machen und nicht einfach pressieren. Gut, Beine bleiben oben. Gut. Oh Gott. Wir kommen wieder in den Hollow Body Hold. Gut. Und strecken. Füße angespannt. Rücken am Boden, Arm, wenn es geht, strecken. Ihr könnt es auch hier vorne lassen, das spielt absolut keine Rolle. Beine strecken, wenn es geht. Rücken, abdrücken. Und gut. Puh. Das sind zwei schwierige Übungen. Geht schon weiter. Gut. Und los. Hoch. Und tief. Schön kontrolliert. Aus dem Bauch raus arbeiten. Wenn ihr die Beine nicht mehr strecken würdet, strecken, dann es einfach beugen. He? Gut. Ach, ist völlig normal, wenn es jetzt nicht mehr so gut geht. He? Gut. Und los. Ihr dürft die Hände auch hier lassen. Probiert einfach den Rücken rund zu machen. He? Das ist das Wichtigste. Und schaut auf euer eigenes Niveau. Nicht forcieren, es bringt euch nichts. He? Also wenn ihr merkt, es geht nicht mehr, das Niveau zurückkommen. Gut. Oh mein Gott. Es sind noch zwei. Gut. Und ich schnauf uhr beim Uhr. Aus beim Uhr.
Rücken spürt. Oh. Gut. Das letzte Mal strecken. Schnaufen, kommen. Dranbleiben, wir ziehen das zusammen durch. Es geht niemand am Boden. Oh mein Gott! 4, 3, 2, 1. Oh, mein Gott! Hey, wenn ihr jetzt gerade das Video macht und den Bauch so spürt wie ich, schreibt das bitte schnell in die Kommentare. Ich muss wissen, ob ihr das auch so spürt wie ich. So. Wir gehen zu der dritten Übung. Und zwar gehen wir dort auf die Arme und auf die Schultern, wie vorher erwähnt. Die erste Übung sind wir in der Liegestützposition. Und was wir dort machen, ist die Schultern kreisen. Das heisst, wenn ihr mich jetzt schnell so anschaut, ihr nehmt die Schultern zu den Ohren, nach hinten, so tief wie möglich und nach vorne. Also wir kommen vorne wie so ein bisschen in ein Buckeli. Wir wollen wirklich die ganze Bewegung ausreizen. Heisst, Liegestützposition, etwa schulterbreit und dann hier die Schultern kreisen. Ich persönlich muss sagen, für mich ist es am einfachsten Hinterski. Wenn ihr Fürski kreisen wollt, absolut euch überlassen, dürft ihr gerne machen. Zweite Übung kommen wir in Plank und dann immer abwechslungsweise einen Arm von vorne nach hinten nehmen. Ich werde wieder mehr so ein bisschen die Basic-Übungen integrieren. Und zwar, weil ich einfach gemerkt habe, dass wenn man die richtig macht, sind so sau streng, dass sich das einfach lohnt. Also wir kommen in einen schönen Plank. Hollow Body heisst, wir tun das Gesäß anspannen und wir kommen von da aus mit einer Hand nach vorne, hinten, wechseln, vorne, hinten, wechseln. Okay? Also, ich stelle den Timer und wir starten zuerst mit dem Schulterkreisen. He? Gut, macht euch bereit. Liegestützposition, Füße anspannen und kreisen. Nehmt euch Zeit und macht so grosse Kreise wie nur möglich. Mit dem gerade die Schultern mobilisieren. Und es ist super gut möglich, dass das knurzt und kroset und knackst. Einfach weitermachen. Gut, Plank. Ein Arm nach vorne, Seite zurück. Füße anspannen. Nehmt den Arm ein bisschen in die Mitte, weil sonst haben wir Mühe, mit der Balance. Führen, zurück. Gut. Wir wechseln wieder in die erste. Das könnt ihr auch im Alltag etwas mehr machen mit dem Schulterkreisen. Die Füße ist angespannt. Ganz grosse Kreise ziehen. Wenn es nicht mehr geht, oder wenn euch Kraft fehlen würde, macht es bitte sitzend. Also macht es so und nicht auf den Knien. Okay? Plank. Gut. Und los. Wenn ihr Mühe mit der Balance, die Füße einfach ein bisschen mehr öffnen. Hochkommen. Gut. Füße anspannen. Bis nach hinten. Gut. Oh, die Hälfte haben wir. Und los. Kreisen. Füße anspannen. Kopf ist in der Verlängerung von der Wirbelsäule. Sie ist streng. He? Also, nicht wundern. Plank. Es ist nur noch 1 Minute Workout. Gut. Und los.
Führen, nach hinten ziehen. Hüfte parallel halten, ohne abkippen probieren. Gut. Beide in einmal, dann haben wir es geschafft. Nochmal eine richtig schöne Haltung rein und los. Kreisen. Ganz grosse Kreis ziehen. Oh, wenn es gerade geschafft. Gut. Die allerletzte. Hey, hey, hey. Gut. Und los. Führen und zurück. Führen und zurück. Durchziehen, ohne Pause. Schaffen wir zusammen. Gemacht. Wie viele von euch? Meine Arme. Boah, schon streng sind, ne? Also, ich habe recht geschwitzt. Hey, ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Wenn ja, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche zu Videos habt, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und Mitmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!